Willkommen zu TCG Aktuell, dem Yu-Gi-Oh! News-Format, welches ich euch wöchentlich um die Ohren baller. Wir schauen natürlich auf die vergangene Woche, schauen uns an, was aktuell in unserem Lieblings-TCG Yu-Gi-Oh! So abgeht. Im Anschluss an die News springen wir natürlich auf Card Market, machen den Market Watch und schauen uns mal an, was dort aktuell so abgeht. Denn Kartenpreise gehen hoch, Kartenpreise gehen runter, all das will ich natürlich mit euch teilen. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und damit auch genug von mir, lasst uns direkt in die News der vergangenen Woche reinspringen. Los geht's! Wir starten die News mit The Infinite Forbidden. Das nächste Hauptset erscheint bei uns am 18. Juli. Die Premiere-Events sind für den 13. und 14. Juli angesetzt und wir bekommen natürlich diese wunderschöne Field-Center-Karte, wenn wir an so einem Premiere-Event teilnehmen. Und für den Gewinner wartet diese extrem nice Spielmatte mit Exodia drauf. Dann wurde in der vergangenen Woche die Price-Karte veröffentlicht, die ihr beim Premiere-Event von The Infinite Forbidden gewinnen könnt. Und zwar ist das Millennium Ankh. Das bedeutet auch wiederum, dass diese Karte als Secret Rare in The Infinite Forbidden enthalten sein wird. Dann sprechen wir als nächstes über Battles of Legend Terminal Revenge. Erscheint bei uns bereits in wenigen Wochen, und zwar am 20. Juni. Das Reprint bzw. OCG Import Set bringt jede Menge interessante Karten hier ins TCG. Hier sehen wir einige der Karten bereits auf der offiziellen Konami-Seite bestätigt. Dann sprechen wir über das OTS Tournament Pack 25, denn auch da hat Konami einige der Karten, die drin enthalten sein werden, in der vergangenen Woche bestätigt. Am 12. Juni erscheint das Ganze. Und wie wir hier anhand des Bildes sehen, wird es Exodia, Snake Eye Ashe und Diviner of the Herald als Ultimate Rare in diesem Set enthalten geben. Fire King Island wird vermutlich eine Super Rare werden, genauso wie das Token für das Infernoid-Deck-Thema. Dann machen wir weiter mit einer Karte, die in Animation Chronicles erscheinen wird, und zwar am 22. Juni im OCG, Grief Tablet. Wann diese Karte bei uns ins TCG kommt, ist aktuell noch nicht bekannt. Im OCG erschien bereits das neue Structure-Deck zum Salamon Great-Deck-Thema, und zwar Salamon Great Sanctum. Dieses erschien dort bereits am 18.05. Hier sehen wir die gesamte Kartenliste, jede Menge interessanter Reprints, die hier bei uns im TCG aktuell noch sehr viel Geld kosten. Dann machen wir weiter mit einer Karte und Sleeves, die ihr beim Yu-Gi-Oh! Day in Japan erhalten könnt. Die Sleeves sind eine limitierte Edition für alle Teilnehmer des Yu-Gi-Oh! Days und sehen auf jeden Fall sehr nice aus. Dann machen wir weiter mit dem OCG Metagame Report. Ja, dort allen voran Tenpai Dragon mit 25,3%, 20,4% Snake Eye, dicht gefolgt von Yubel mit 10,2%, Fire King, Voiceless Voice, Labyrinth und 30,1%. Andere Decks haben sich auf die Top Tables im OCG verirrt. Hier sehen wir einige Beispiel-Decklisten. Das Ganze sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, aber Obacht, Deckbuilding wird dort natürlich an die Power Hand Trap Max C angepasst. Weiter geht's mit der World Championship Qualifier, und zwar den Nationals 2024, denn diese sind im vollen Gange. Hier zeige ich euch einige der Decklisten, die bei den Nationals in aller Welt getoppt haben. Hier sehen wir den Gewinner Salamon Great aus Honduras. In Österreich konnte sich Snake Eye Fire King durchsetzen. In Frankreich Pure Snake Eye. Dann haben wir in Venezuela den Gewinner, das ist Tenpai Dragon. Costa Rica hat ebenfalls Snake Eye für sich entscheiden können. Und in Bolivien hat ein Deck das Turnier für sich entscheiden können, welches einfach mal alles gespielt hat, was man so spielen kann. In Trinidad und Tobago gab es auch Nationals. Das wusste ich tatsächlich nicht, dass auch dort Nationals veranstaltet werden. Auf so einer kleinen Insel bin ich echt gespannt, wie viele Teilnehmer es dort in Gänze gab. Hier konnte sich Snake Eye Kastira durchsetzen. Und an diesem Wochenende fand auch die Nationals in der Schweiz statt, kommentiert vom guten Kollegen Julio und Schattenspieler. Und dort konnte sich Snake Eye Fire King durchsetzen. Wir machen weiter mit der Europameisterschaft. Ja, denn dort gibt es auch die ein oder andere Information zu verkünden. Unter anderem Spielmatten, die wir dort bekommen werden. Nicht nur für das Main Event, sondern natürlich auch die Dragon Duel Duellanten können sich über diese wunderschönen Spielmatten freuen. Es wird Teilnehmer und natürlich Top-Cut-Matten geben. Dann hat Konami einen kleinen Trailer veröffentlicht, der natürlich auf die World Championship hinweist. Diese findet in Seattle dieses Jahr statt.
Dort werden die Weltmeisterschaften natürlich in Duel Links, Master Duel und im TCG ausgetragen. Die Qualifier für Duel Links fangen nächste Woche schon an. So sieht's aus. Wer von euch Interesse daran hat, sich für die Weltmeisterschaft in Duel Links zu qualifizieren, der findet hier diese kleine Übersicht, wie ihr euch für die Weltmeisterschaft in Duel Links qualifizieren könnt. Sowohl in Rush Duel als auch in Speed Duel wird die Weltmeisterschaft ausgetragen. Dann sprechen wir einmal über Master Duel, denn dort wird es ein Update der verbotenen und limitierten Kartenliste geben, und zwar zum 6. Juni. Hier sehen wir die Karte, die verboten wird, Calamity. So sieht's aus. Der Kollege muss endlich gehen. Ich bin gespannt, wann es im TCG soweit sein wird. Dann auf 1 haben wir hier Wanted und Snake Eye Ash. Dann haben wir Sprite Jet auf 2. Und runter von der Banlist sind Engage, Performable Monkey Board, Ritus von Aramisia und Blackwing Steam the Cloak. Zum 6. Juni ist dieses Update aktiv. Dann machen wir weiter mit Legacy of the Duelist Link Evolution. Dieses Spiel ist jetzt im Nintendo eShop in Argentinien, Chile, Kolumbien, Peru und weiteren Ländern verfügbar. Ihr könnt es euch dort runterladen und dann eine Runde Yu-Gi-Oh! Genießen. Dann gibt es noch ein bisschen Merchandise-News, und zwar gibt es Figürchen, kleine, interessante, Funko Pop-ähnlich aussehende Figuren zu den Hauptcharakteren aus den unterschiedlichsten Yu-Gi-Oh!-Serien. Dann haben wir hier noch eine kleine Kollektion aus dem Arc-V-Anime, akrylische Aufsteller und jede Menge weiteren Schnickschnack, die ihr im OCG erstehen könnt. Und zu guter Letzt gibt es noch den Elemental Hero Flame Wingman als extrem geile Figur, sieht optisch auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Aktuell ausschließlich nur im OCG erhältlich. Also bis hierhin war es auf jeden Fall extrem wild, wird allerdings noch wilder, und zwar im Market Watch. Wir starten den Market Watch mit der 25th Anniversary Rarity Collection 2. Aktuell für 130 Euro plus 6 Euro Versand zu haben. Preis hält sich sehr, sehr stabil an dieser Stelle, was auf jeden Fall sehr gut für alle Händler ist. Nichtsdestotrotz muss man ehrlicherweise sagen, dass Einkaufs- und Verkaufspreis gar nicht so weit auseinander liegen. Dann sprechen wir über ein paar interessante Karten, die aktuell viel gekauft werden. Und zwar Zugangskodiersprecher, die Super Rare aktuell noch für 1,90 Euro zu haben. Ihr könnt allerdings davon ausgehen, dass diese Karte relativ schnell ihre 2 bis 3 Euro erreichen wird. Garura auch eine sehr interessante Karte, 40 Cent an dieser Stelle. Der Reprint tat der Karte auf jeden Fall sehr gut. Wächter Chimera, die Super Rare ebenfalls aktuell für unter einen Euro zu haben, was auf jeden Fall sehr schmackhaft ist. Dann der Auslöschungsinformant, eine Karte, die im Preis eskaliert. Denn in der aktuellen Meta auf jeden Fall eine sehr wichtige Karte, nicht nur im Mirror Match, sondern vor allen Dingen als, auch als Protection gegen die ein oder andere Handtrap, aktuell bei 4 Euro, erstes Playset bei 4,99 Euro die Kopie. Was verhältnismäßig tatsächlich ein sehr hoher Preis für eine Super Rare ist. Dann schauen wir uns nochmal Apollosa, Bogen der Göttin an, dieses alternative Artwork aus der 25th Anniversary Rarity Collection 2, aktuell bei einem Euro. Wir machen weiter mit Epurli Noir. Klar, durch die Reprints in der 25th Anniversary Rarity Collection 2 der ganzen teuren Purli-Karten steigen jetzt natürlich die nicht gereprinteten Purli-Karten. Unter anderem Epurli Noir, die Ultra Rare aus Duelist Nexus, ist im Preis eskaliert und steigt immer weiter. Wir sind hier bei 6,75, 6,99, 6,99 die Kopie. Stoß der drei Taktiken, eine Karte, die ebenfalls nicht gereprintet worden ist, wieder leicht angestiegen auf 44 Euro, 47 Euro die Kopie, falls ihr ein Playset haben wollt. Dann schauen wir uns noch mal ein paar Karten aus Power of the Elements an, denn das ist ein Set, welches laut Konami in der Megaton 2024 gereprintet wird. Sprite Blue an dieser Stelle immer noch für 14,50 zu haben, 16,39 Euro die Kopie. Klar, die ein oder andere Sprite-Karte wird aktuell wieder gekauft, denn in Battles of Legend Terminal Revenge erscheint neuer Support fürs Eisbarriere-Deck-Thema und dementsprechend kann man das Ganze sehr gut zusammenwerfen. Meine Empfehlung, falls ihr Sprite nicht spielt, verkauft das Zeug, bevor wir in den Genuss der Megaton 2024 kommen. Auch Sprite Starter ist vor kurzem einen Hauch gestiegen, 12,99 aktuell die Kopie, falls ihr ein Playset haben wollt. Kurikara, Gottheitsinkarnation. Entweder gibt es einen Reprint in Battles of Legend Terminal Revenge oder, wie ich vermute, erst in der TIN 2024. Aber auch hier wäre es tatsächlich gar nicht so verkehrt, die Karte an den Mann zu bringen. Eine Karte, die ebenfalls in Power of the Elements drin war, Lieblingskontakt. Die Ultra Rare
kostet aktuell im Playset 12 Euro, was ein extrem heftiger Preis ist. Und Shoutouts gehen an dieser Stelle raus an Dirksen, der mir die folgenden zwei Karten zukommen lassen hat. Und zwar Elementarheld, glänzender Neos Flügelmann. Auch diese Karte hat einen sehr stabilen Preis zu 12 Euro. Und genauso wecke deinen Elementarhelden aus Maze of Memories. Wir sind hier bei 16,89, 16,90. Mein Tipp an der Stelle, verkauft die Karten, solange ihr noch könnt, denn in der Tin wird es Reprints geben. Ob allerdings Wecke deinen Elementarhelden dort drin sein wird, ist unbekannt. Allerdings können wir davon ausgehen, dass die Karten aus Power of the Elements dort definitiv drin sein werden. Dann sprechen wir über Schnellsynchron Sternstaubdrache, eine weitere Karte aus Maze of Memories, aktuell bei 16 Euro 16,99. Es ist ganz klar ein Abwärtstrend zu erkennen. Rika Glanz, ebenfalls eine Karte aus Maze of Memories, hält sich sehr stabil aktuell. Wir sind bei 4 Euro, wer ein Playset haben möchte, 6,66 Euro. Vielleicht auch gar nicht so ein verkehrter Zeitpunkt, die Karte zu verkaufen. Vor allen Dingen, wenn ihr das Rika-Deck-Thema aktuell nicht spielt. Wir sprechen über ein paar Karten aus Legacy of Destruction, Albtraumthron allen voran. Ja, die Ultra Rare geht aktuell steil bergauf, denn wir sind hier bei 24,99, 26,99, falls ihr ein Playset dieser Karte haben wollt. Denn diese Karte ist nicht nur gut in Jubel, sondern auch in Unchained. So sieht's aus, man kann das Ganze mit einer kleinen Beckoning Beast Engine spielen, was auf jeden Fall extrem spicy ist. Und in Zukunft mit dem neuen Deck-Thema Fiendsmith wird Fiendling gespielt werden und dort benötigt ihr ebenfalls den Albtraumthron auf 3 in eurem Main-Deck. Tenpai Drache Pydra hält sich sehr stabil. Wir sind hier aktuell bei 9 Euro die Kopie, falls ihr ein Playset haben wollt, oder 9,85 Euro. Bin etwas überrascht, dass dieses Deck-Thema nicht im Preis eskaliert, wobei man auch ehrlicherweise sagen muss, bei knapp 3000 verfügbaren Artikel vielleicht auch kein Wunder. Lichtverpflichteter Drachenling, die Ultra Rare fürs Lightsworn-Deck-Thema, ist wieder im Preis ein Hauch angestiegen. Das erste Playset gibt es aktuell für 14,94 Euro. Ein Fan-Favorite-Deck-Thema, welches aktuell viel gespielt wird. Weiter geht's mit einer Karte, und das ist die letzte Karte, über die wir heute tatsächlich sprechen, Parallel Exceed. In allen Raritäten ist diese Karte extrem hoch im Preis angesiedelt. Ein Reprint dieser Karte in der Rarity Collection wäre wünschenswert gewesen. Konami hat leider nicht gegönnt. Die kommen aus Eternity Code, 2,30 Euro die Kopie, falls ihr ein Playset haben wollt. Die Super Rare aus dem OTS Tournament Pack 14, ebenfalls bei 2,49 Euro. Und die Prismatic Secret Rare aus der 2021er Tin of Ancient Battles. Da müsst ihr schon 3,50 Euro die Kopie auf den Tisch legen, falls ihr ein Playset dieser Karte haben wollt. Und damit beenden wir auch den Market Watch. News, Daten, Fakten und jede Menge mehr. All das gibt es jede Woche sonntags um 18.30 Uhr bei mir auf dem Kanal. Also nächste Woche 18.30 Uhr wieder reinschalten, denn dort wird es eine weitere Folge natürlich geben. Damit auch genug von mir. Ich wünsche euch einen spitzmäßigen Start in die neue Woche. Lasst es krachen, macht das Beste draus. Kann nur geil werden, vor allen Dingen, wenn ihr es euch vornehmt. Ne? Manifestieren. Gesetz der Anziehung, einfach die positiven Energien an euch heranziehen und so durch die Woche gehen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich extremst drauf. Lasst es krachen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.